Ich grüße euch Leute und willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays / zwischengezockt von Degrees of Separation. Ich gucke mal, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Willst du mir eigentlich mal folgen? So, dann geht er hier lang. Alter! Aber sie muss doch hier hoch. Aber wie soll das denn gehen? Ah, es geht schon wieder gut los, Leute, ne? Was ist denn? Ist hier vielleicht irgendwo eine Schneekugel? Das ist auch immer so die Sache, ne? Ist auf jeden Fall Checkpoint. Okay, also mal immer schön drumrum gelatscht. Hast du richtig gut hingekriegt, Christian. Das Problem ist, dass sich der alte Kesselflicker nämlich eigentlich hier unten einfinden müsste. Wie willst du ihn hier runterkriegen? Ducken. Ducken will er sich nicht. Du kannst ja nun mal nur mit ihr hier runter, weil wir haben ja mitgekriegt, so eine... Was ist denn, wenn Lady hier unten steht? Nee. Also du musst mit ihr... Das muss so jetzt irgendwie. So. Das Problem ist... hier irgendwo lang latsche. Einfach. Ich denke gerade nach, Leute. Aber eigentlich musst du mit ihr jetzt irgendwie da hochkommen. Oder sollst du mit ihr jetzt so da rumwackeln? Irgendwie? Weiß nicht wie. Meistens ist das Rätsels Lösung ja immer so einfach gewesen am Ende. Du kommst da ja nicht hin. Du kannst ja mit ihm dort unten nicht lang. Das ist ja die miese Kiste. Ich würde fast mal sagen, Leute, hier, wir gehen mal weiter. Kommt hier keine Schneekugel oder sowas? Liegt hier irgendwo... We felt a rumbling in the earth, like the breathing of some great beast. Was? The rumbling grew as they came to a great structure with mighty claws. Was jetzt? In its claws, they noticed shredded remains of the black stars they had seen. Was it gathering them or destroying them? They opened it to the sky and let the beast free. The wind buffeted as the dragon spread its wings and took flight. Okay, cool. Both were grateful the beast had not attacked them. It had been too focused on the sky, as if eager to be home. A home far from here. Yet the thoughts of the beast vanished as they came to a door, much like the one that had brought them here. Beyond, the castle awaited with other worlds to explore. Aha. Jetzt habe ich das in Rätsel wieder nie gelöst. Oh.
Aber wenn ihr das mal spielt, sagt mir, ob ihr alles am Anfang gleich hingekriegt habt. Ey, wow. Compared to the sunlit world they had left, the castle seemed even darker and emptier than before. Oh. Trees and brush filled the interior, the outside world creeping in slowly. Und er will jetzt einfach nicht, oder was? Will jetzt wissen, was da oben ist? Ein Schal. Wer hätte es anders erwartet? Und hier geht's dann weiter. Alter, jetzt sag mir nicht, was soll das jetzt hier? Raff ich nicht. Okay, war jetzt doch nicht so schwer. A throne wheel with a single chair. Suits of armor stood watch. The only guards left. Alter. Ey. Looking from above, the hall seemed even emptier. Light fought to enter the room, now that the candles had died. Ach so. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Es ist zu dunkel. Und deshalb können die dort nicht rein. Naja. Aber wie soll denn das jetzt hier funktionieren? Und die kann rein, oder was? Nee. Okay. Dann habe ich das irgendwie missverstanden. Gut. Okay, aber wir haben den Schal. Wir haben sogar den hier geschafft. Wow. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Was ist denn hier los, die Tod? Ich habe gedacht, das Spiel ist dann schon vorbei. Some mechanisms had been dormant so long, moss and ivy covered them. Yet the chains served as waypoints and signposts to where to go. Great chains and pulleys ran along the galleries and hung from the ceiling, ferrying the ore for the absent king. Great towers rose above them and the sky opened up, shattered stones leading upward. Atop the tower, a door with a face, eyes closed, inscribed on its surface. Ach, da brauchst du noch mehr Schale, siehst du das? Ah. Alles klärchen, Bärchen. Ey, wir sind hier jetzt so übelst durchgerusht hier. Ich geh mal nochmal hier, wir sind hier. Also brauchen wir noch ein paar Schälchen. So. Was ist denn genau hier war mal gewesen? Jetzt gucken wir mal, was hier drüben so ist. Aha. Oh. Another door. Noch eine. On its surface was etched a mountain with rays of light falling upon it. Aber wie soll ich den denn da kriegen? Da, okay, da ist ein Seil, das sehe ich. Wo ist das andere Ende? Ja, hier ist so ein Flaschenzug. Flaschenzug, sage ich schon, Seilzug. Seht ihr, das ist diese Kette. Es ist diese Kette hier. Wo geht die hin?
ich die hin? Das ist jetzt blöd. Das ist diese Kette auf jeden Fall. Und der bleibt da jetzt hängen die ganze Zeit. Und ich gehe da jetzt gucken. Gott, so weit voneinander entfernt waren wir schon lange nicht mehr. Da habe ich jetzt aber auch ganz schön Glück gehabt, ne, mit der Kante. So, bin ich hier richtig? Jawohl! The scarf seemed a shred of a larger work and reminded them of the shredded painting in the castle. Okay. So. Jetzt gehe ich erstmal wieder zu meinem Kumpi hier. Seht ihr, da war das eine Ding gewesen und jetzt kannst du halt hier noch ein bisschen was einsammeln. Dann zwei Türen haben wir jetzt schon gefunden. Oh Gott, ich hoffe, ich finde die dann später wieder. Für die hier fehlt ja nicht mehr so viel, oder? Ah, da. Komm mal. Jetzt spiele ich mal mit ihm ein bisschen wieder. Komm mit. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier oben rechts. Wir schaffen uns mal einen Überblick. So, wo ist denn hier noch? Guck mal, wir waren noch fleißig hier, linke Seite. Da gehen wir jetzt mal hier so rechts ein bisschen. Das ist bestimmt schon wieder ein böses Rätsel hier. Was? Hoi. Das ist aber merkwürdig. Man hört ja auch, wie Dinge hier passieren. Aber manchmal verheddert sie sich auch ein bisschen, die Gute, ne? Wow. Oh Gott. On this door was inscribed a great tree with a thick crown of branches. Was? Ich glaube, ich habe gerade richtig Scheiße gebaut. The scarves had opened the door bedecked with stars. Beyond was a welcoming world. Aha. Nature surrounded them. Towering trees rose high into the air. The world was filled with life. A pair of staffs, glowing with the same star-like shine as the ore. They had been left before the gate as if keys for two. Was war das jetzt? Jetzt habe ich hier so eine Kugel. Loslassen, um eine Brücke zu erstellen? Wie jetzt? Alter, okay. Dann bleibt das so. Also kann man hier doch noch Fähigkeiten kriegen. Guck mal, wie sie da jetzt auf einmal langlatschen kann. Ich fass es nicht. Ich werd bekloppt. Wow. Another scarf, tattered shred of ancient royalty, hung from the branches, as if carried there from far away by the wind, out of reach. What?
man muss ja jetzt hier auch überlegen, ne? Da musst du ja jetzt ihmchen machen. Da bleibt es jetzt. Ja, ansonsten mach mal das so halt mit ihm. Wieso funktioniert denn das nicht mehr? Hä? Geht das etwa nur, wenn die... Also wenn sie nicht hängt? Ja. Es geht tatsächlich nur, wenn sie nicht hängt. Okay, dann müssen wir... das so probieren. Gucke an. Gucke an. Oh Gott, da ist ja schon das nächste. Aber... wie willst du denn das machen? Nein! The tree had been hollowed out, torn through by something with great claws long ago. A sunlit grotto in the hollow of a great fallen tree. Wie soll man... warte mal. The bridge between them seemed to grow stronger, brighter with every victory, echoing their feelings. Wie soll man das denn jetzt hier hinkriegen? Ach, bestimmt so. Das Problem ist, er muss halt unten sein, ne? Nee, es funktioniert nicht, wenn sie irgendwo abhängt. Achso, ich kann ja hier drunter. Oh Mann. The sun seemed to pierce the forest canopy in so few places. Despite the brightness of Rhyme's world and the heat of Ember's, it was difficult to see the sky above. Only the path was revealed. Was ist da oben? Weiß auch keiner, ne? Da ist schon wieder ein Schal. Mensch, wer hätte gedacht? Spiel hier echt noch eine andere Mechanik halt reinkriegt. Da oben war was. The trees rose like ladders before them and through them tunnels and caves as if something had burned through them. Aber mit Hängen und Würgen. Toll, wie willst du denn? Soll ich da erstmal auf die andere Seite? So. Das wird doch zu steil. Also ich muss ja nur das Seil kriegen. Jawohl. Vielleicht hätte ich diese Fähigkeit aus irgendeinem Grund schon eher kriegen müssen. Ich glaube, dann hätten wir andere Rätsel schon echt besser lösen können. Ich kann mich auch irren.
So wie. Okay. Mann, wie das fluppt hier. Wofür ist dieses Seil gewesen schon wieder? Despite the wonders of the forest, Ember and Rhyme's eyes more often fell on each other. Oh? Weil wir in love sind. Bringt mir das was hier hinzugehen? Bestimmt, ne? Where the two halves of the tree touched, the branches were like fingers intertwined. The forest bore more marks of chisel and saw, and the path seemed to zig and zag up and under. Was ist denn hier unten? Ey, jetzt läuft's hier irgendwie, ne? Also heute. Hallo? Ja? Ja? Ja, wie soll? Wie soll ich? Aber sie kann doch dann nicht. Ach doch! So! Oh, wirst du bekloppt hier, ne? Ne, das bringt mir doch nichts. Aber er kann doch jetzt hier auch hoch. Was bringt mir das jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Ach so. Ja. Das? Das hat mir das gebracht, dass sie hier langlatschen kann und das Ding holen kann. Ryan smiled. And Ember, she felt intoxicated with every victory. Together, nothing seemed out of reach, except each other. Aber waren wir nicht eigentlich im Schloss? Kann die auf den Baumstamm dort? Okay. The support of the other, not even the sky seemed out of reach. Oh Gott. Ja. Ich kann ja hier hochschweben, ne? Hier kann sie halt, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Auf jeden Fall muss Kollege Schnürschuh dann darüber. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, schon wieder das nächste. Ey, Jungs und Mädels. Also es geht nicht, wenn Ena so in der Luft ist. Wie willst du denn da jetzt? Aber was... halt, stopp. Was ist das denn hier? Kann er nicht? Ich muss ja hier dann auch irgendwie ihren Weg machen, aber dafür muss ja irgendeiner auch erhöht stehen. Oder irgendeiner muss irgendwo hoch, aber ich weiß nicht wie. Wow. Was war das denn für eine coole Nummer? So, da ist er jetzt hier, ne? Bei Eis geht das Ding hoch. Also muss sie auf jeden Fall rechts davon sein,
Aber wie soll das gehen? Du musst mit ihr? Hier links sein? Mache ich das gerade richtig? Ah, das ist ja blöd. Ah, der Grundgedanke war richtig. Aber das dauert zu lange. Okay. Aber nein! Fuck. Ach, warte mal. Ich will erstmal gucken, was bringt's mir, wenn er dann dort steht? Ich kann eine Schräge bauen. Für sie. Ach, das muss ja dann so Sarah knappig sein. So, er geht hier hin. Sie geht dahin. So, und jetzt ganz langsam, Christian, ganz langsam. So, jetzt kannst du nämlich so hier machen. Nein! 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 Es hat ein kleiner Zipfel gefehlt. Oh, ist das ärgerlich. So, sie hier rüber. Und dahin. So. Und jetzt, ne, so einfach machen. Man muss ja hier nur so knapp machen. Boah. Quenching the steam vent near the scarf reminded them both briefly of the push and pull of their worlds. But their thoughts of home were quickly forgotten in the presence of the other. Was machen wir hier? Ja, das Ding ist krass, ne? Aber kann... Die schweben da dran ja auch so irgendwie hoch, ne? Nee. Ey, sorry, aber das Ding weiß ich hier wirklich nicht. Nee. Nicht. Oder so hier? Oder diese Ecke hier nehmen? Wie willst du das machen? Muss ja hier irgendwie in die Richtung. Nee, geht nicht. Ey, das ist mir zu hoch gerade, Leute. Also das weiß ich jetzt hier wirklich nicht. They climbed ever higher, the tree's height seeming boundless. The forest and the bridge between them always provided a way. A towering wooden structure emerged from the forest. It felt out of place in the forest around them. A structure of ambition, of desire. As if it had been built because the world below had not been enough. Was denn jetzt? Soll ich hier irgendwas machen? Oder ist das nur immer schön aussehen gerade? Was soll ich hier tun? Also ich meine, das sieht gerade sehr schön aus und alles ist gut, aber... Ich sollte das bestimmt einfach nur offen machen, oder? Ich habe mir den Text nicht durchgelesen, ne? Ach, jetzt ist das hier auch offen. Ich verstehe. They left the observatory gate and entered the forest. The star blazing in their memories, the same color as the ore. They felt invigorated, eager to press on. The forest, in its quiet balance, no longer seemed enough for them. Okay.
Und Leute, ich würde sagen, das ist mal wieder eine schöne Stelle, um zu sagen, wir machen hier einen Cut. Ich danke euch wieder vielmals, dass ihr mit dabei wart. Und ich habe echt gedacht, dass das Spiel kürzer ist. Aber nö, ein bisschen was haben wir schon noch zu tun. Und das freut mich, weil es macht nämlich irgendwie doch schon Laune. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.